kann. Nicht immer. Rennpiste! Einfach mal, um von diversen Themen abzulenken, die hier im Umlauf. Ich hab jetzt richtig Bock auf Fisch. Damit wissen die Leute schon, was wir in der Pause geredet haben. Nein. So, die wissen das. Deine Top Leute vielleicht. Meine Leute wissen das nicht. Nein, nein, nein. Die sind unschuldig, ne? Ja. Meine Leute sind ganz liebe Menschen. Ey, wieso kommt der Redshake? Ihr Homo! Ey, beleidige bitte nicht die Rasse der Homo Sapiens, Sapiens. Du Homo Erectus. Als der Homo Erectus. Ja. Du bist ein Homo Neandertalist, nur. Wie heißt Neandertalist? Ja, ich weiß auch nicht, ich hab's irgendwie... Ja, ja. Nimm dies! Wenn ich kein Gymnasianer bin, ist alles okay. Ich bin kein Gymnasianer. Gymnasianer. Das hört sich, so, hört sich an wie so ein Außerirdischer. Ja, außen. Ich wollte es ja Außenstehender. Hört sich an wie ein Außenstehender. Ist es ja auch. Das ist das Traurige. Das ist nicht ein besseres Wort. Ey, genau. Ja, ne, Schock, alle, genau, alle, wenn ich mit dem Goldpilz in SC fahren will. So ist richtig. Alle Dingen, alle. Ja, ich fahr durch die Items durch, ey. Leck mich doch mal am Po. Ne? Bei mir ist eins genommen. Ja, bei mir nicht. Alle Gymnasiums haben ja Abi-Feten, aber diese Gesamtschulscheiße, die auch Abi machen, nein. Natürlich, ich hatte auch eine Abi-Fete. Aber nicht so große. Was heißt große? Ich musste 125 Euro bezahlen für die Scheiße. Ich hab noch nicht mal freien Alkohol bekommen. Da kann man sich schon vorstellen, wie sauer, ey. Meine Güte, fang bloß nicht mit der Scheiße an. Haben wir gerade gestern drüber geredet. Ich musste 25 Euro zahlen, sonst wäre ich nicht auf meine eigene Abi-Fete gekommen. Meinst du 125? Nein, ich musste mir für 25 Euro eine Karte kaufen, weil ich sonst nicht auf die Feier gekommen wäre. Karten bei uns in der Stadt kosten alle irgendwie 7 Euro. Weil ich sonst nicht auf die Feier gekommen wäre von meinem Abitur, wofür ich vorher 100 Euro schon eingezahlt habe. Das ist mies. Das ist nicht mies, das ist hinterlistig ist das. Nur weil die ein Buffet für 3000 Euro brauchten. Diese Schlamm. GT, what the fucking F. Bei uns in der Abi-Fete gibt es eine Gogo-Tänzerin. Ey, warum wenn jetzt, vor wenn, jetzt einem... wenn jetzt einer deiner alten Klassenkameraden das zuhört, dann... dann soll er wissen, dass er so piep. Ah, ja. Piep. Piep, piep, piep. Wir haben euch alle nicht lieb. Und als Sozialist. Vierzahle! Wir wissen endlich, warum Sozi so gut im Mario Kart ist, denn er ist eigentlich Michael Schumacher. Hat er uns gerade verraten. Deswegen gibt's auch keine Bilder von Sozi. Was glaubst du, warum ich immer eine rote Kappe trage? Ganz ehrlich. Also hier in Mario Kart. Dass er jetzt beim Mercedes fährt und nicht mehr bei den... Ist er ja auch nur... Ja, er hat doch trotzdem immer eine rote Kappe getragen. Damals. Spätestens er jetzt auch heute nicht mehr. Keine Ahnung, was er heute macht. Ist mir doch vollkommen egal. Aus Formel 1 sind schon lange raus. Weiße Zähne hat er, das hat er. Kolgate lächeln. Kennedy! Nein. Was, nein? Nein, einfach nein. Wie nein? Nein. Aus weiße Zähne gesagt, er hat dann Kolgate lächeln. Und da sag ich nein. Und dann das war super. Max White. Computer sagt nein. Computer sagt nein. Computer sagt Red Shell in deinen Hintern. Computer sagt... Defekt. Oh ja, Wheelie ram in mein... Ja, ram ich noch mal im Wheelie, so ist richtig. Ja, komm, fahr doch alle in meinen... Jack, wieso bist du, wenn du platt bist, vor mir? Wieso hast du mich nicht getroffen? Ich hatte Pilze und du hast mich nicht platt gemacht. Du warst bei mir platt bis gerade eben. Ja, dann hast du geleckt. Ja, dann war du bist platt vor mir hergefahren. Wieso krieg ich gerade dann den Blutschild ab? Das ist doch... Warum kommt jetzt der Pau, wenn ich gerade... Ja, ich habe den Pau gedodged, weil ich genutzt wurde, aber dann habe ich trotzdem meine Goldpilze vorher eingesetzt. Und das fand ich irgendwie scheiße, weil jetzt muss ich irgendwie meine Goldpilze rausholen und das ist... Ich hab den Pau gedrückt. Kann man eigentlich den SCC mit KK? Ich mach das. Ey, er fährt rückwärts, um mir das Item wegzunehmen. Was ist denn das? Falls man ohne Pilze den SC, ne? Das spart eigentlich nicht Zeit. Nee. Wir sind 11 Leute, dann kann ich doch mal einen Schock ziehen, oder? Ja, Schock mal bitte. Schock, jetzt nicht mehr. Boah, was ist. Ich wette jetzt gerade, wo du jetzt nicht mehr gesagt hast, hast du gerade uns eingesetzt. Stimmt. Ja. Jetzt ist es ganz aus. Ja, schade. Sonst hätte ich dich leider groß geschafft. Und wer hat was angemacht? Einer. Und es war bestimmt sogar Cornel.
Nein, war ich nicht. Ich bin vorne bei den Skillers, nicht so weit hinten wie ihr. Was heißt wie ihr? Jack ist auch nicht. Ja doch, Jack ist auch hier. Hallo Jack. Hi. Och Mann, wer hat denn da eine rote? Mann, immer diese roten. Ich meine, was soll's? Wer ist nicht so weit hinten? Wer kann nicht mal SC ziehen? Hallo Korn. Boah, war das knapp. Und ich zieh schon wieder kein Item. Ich hab ne Wedge, wenn ich so ziehe. Och komm! Bitteschön. Ich hoffe, du wirst so richtig schön genatzt. Na, Dexter. Das geht. Geht ja. Wie lange hast du eigentlich vorgehabt, das KKWW zu fahren? Noch eine Stunde. Wie lange? Mhm. Ja, wir fahren gleich. Mal zwei Stunden, also mal sehen, wie lange. Muss ich hier gleich noch entscheiden. Süß, wir fahren Marius, wir fahren Bowser. Ja, wir fahren Marius fest. Ich habe nur den Bowser-Kopf gesehen und muss dann den Gegner von Bowser denken, und das ist ja immer Mario, und deswegen dachte ich, wir fahren Mario. Ah ja, du hast also fahren wir Bowser Festung und das finde ich so süß. Wir fahren jetzt alle den Glitch, ne? Sicher. Ich finde Frauen süß. Ja, wir fahren alle den Glitch. Ich finde Frauen auch süß. Frauen sind die geilsten. Ich finde Sozi-Frauen. Du Stuhle, Sau, du. Sozi steht er auf eure, auf euch. Sozi. Da fällt einer mit Pisten-Piranha. Nee. Doch. Lol, der war doch gerade noch mit dem Quacker drin. Der DB Grube. Dann hat er Eier, dann hat er disconnected und neu connected und hat ging damit davon aus, dass er. Also fetten Respekt erstmal an Grube, dass er es nochmal neu reingeschafft hat. Ja. Wahrscheinlich ist das jetzt auch gar nicht mehr so schwer, weil alle schon eingesehen haben, dass sie nicht mehr reinkommen und deshalb keiner mehr versucht reinzujoinen. Ich hab einen Blue Shell, soll ich schießen? Ja, mach doch, ich bin auf 1. Ich bin auf 10. Bam, gedodged. Das war lang. Ja, danke schön. Und der wird auf 1 groß geschockt, das ist doch unfair. Wie groß geschockt? Wie gerade mit Maxi gedodged. Ist nicht deine Ernst. Und ich wurde auf 9 klein geschockt. Vielen Dank, meine Freunde. So hab ich das gerne. Wenn ich das Rennen jetzt nicht gewinne, dann ist MKW echt nicht auf meiner Seite. Wenn du das nicht gewinnst, dann bist du schlecht, Junge. Ganz einfach. Nö, wenn jetzt noch 2 Wuschels kommen, dann bin ich schon wieder nicht mehr auf 1. Also. Dann bist du trotzdem schlecht. Nein. Wenn ihr einer schlecht bin, dann bin ich das, ja. Also da möchte ich jetzt auch mal drauf bestehen. Irgendwo kann den Titel hat er sich über einen Monat lang gearbeitet. Jetzt will er auch tragen. Ich bin gefahren und gefahren, um immer schlechter zu werden. Jetzt und da ist schon der erste Blue Shell. Und ja, meine, hab ich noch gesagt, dann hörst du nicht zu? Ey, ich fahr noch ins Feuer. Ich höre euch nicht zu, wenn Korn hier rumschreit. Ja, ich schreie gleich mal, ja, da ist ja bei der Eulen. Wenn ich nicht schreie, dann Platz. Wenn ich schreie, Platz im Zuschauer oder das Trommelfell. Jetzt bin ich auf Platz 12. Heißt es eigentlich Trommelfeld oder Trommelfell? Und ich bin in Lava gefallen, ich fahr gleich rückwärts. Du sagst jetzt immer Feld. Du, Corona Feldbusch geil findest. Nein, die ist voll hässlich, die Alte. Was, die ist doch nicht hässlich? Klar. Alter, du hast keine Ahnung. Schwänze dich schon in die auch. Ist doch scheißegal. Ey, wenn die vor dir steht und sich aussieht, ja, da ist er deiner erstmal ganz klein. Ja, da traut er sich gar nicht rauszugucken, weil er sofort. Eigentlich müsste ich das schon wieder rausschneiden, so USK, ne? USK 16. Hallo, ich habe nur gesagt. Nein, wieso sie meinen würde, USK 10. Ja. Ey, und da kommt der nächste Blue Shell. Ich liebe euch. Sack ich vor. Jack steht, dann schießt Jacks Blüte den Honig sofort von alleine raus. Gut, das können wir verwerten. Aber das verstehe ich nicht. Oh, ich sag's dir gleich, wenn wir die Strecken wählen. Ich bin schon wieder. Ach, du meinst mit dem Schwanz ausspritzen, der Sperma und so. Ach so. Ja, das verstehe ich schon. Ich bin schon wieder. Gut, das kann ich schon. Seit gestern. Okay. Soll ich nochmal irgendwas bringen? Soll ich nochmal irgendeine Anspielung auf Trocken machen oder wollt ihr es mir einfach versauen? Angela Merkel, wenn die dich sieht, da wird die sowas von trocken. Nein. Nein, meinst du nicht? Nein. Du also, und Angela. Das vorher nicht schon war. Angela hat doch auch Physik studiert, oder? Ja, ich glaube auch. Ey, das wäre doch eigentlich eine relativ gute Frau für dich. Ja, natürlich. Ja, oder ich meine. Also ich könnte mich jetzt hier über die diverse politische Ausrichtungen von Angela Merkel ein wenig auslassen, aber ich glaube, das gehört zu den Let's Player nicht unbedingt. Du müsstest auch noch politisch voll der Experte, oder?
Nö, nicht voll der Experte, aber wenn man als... Naja. Wir können es in der Pause... Scheiß mal auf Politik. Wir können es in der Pause mal ein bisschen diskutieren. Wir müssen jetzt das Thema hier wechseln, deswegen mache ich jetzt das. Wer denkt, dass Killerspiele aggressiv machen, der ist noch nie bei Mario Kart Wii kurz vorm Ziel auf einer Banane ausgerutscht. Bullet. Kein Mensch kommt durch eine Banane 5 Plätze weiter nach hinten. Das geht dann eben durch eine Blusche. Eine Blusche kostet sie. Ja, das macht auch Sinn. Das heißt auch. Aber Banane, schmeißt sie maximal 1-2 Plätze nach hinten, mehr nicht. Du bist ja nicht mehr ernst, dann. Das ist ja trotzdem scheiße. Oh, ich bin so schlecht. Und Banane ist auch noch selbst verschuldet. Wenn Bullet oder ein Blue Shell kommen, dann nicht unbedingt. Also ein Bullet vielleicht schon, aber ein Blue Shell. So vielleicht. Nein. Wieso werde ich eigentlich immer wieder gesniped? Die Leute mögen mich nicht, obwohl sie mit dir fahren. Es ist ein sie wenig paradox. Sie wollen nur in deinen Let's Plays vorkommen und in einem guten WW sein. Ist glaube ich eine Hassliebe. Ich ziehe auf Platz 8 einen Blooper. Ich meine, was hat Gott eigentlich? Ja gut, Gott will mich halt einfach dissen, weil er nicht... Das ist nicht das Spiel. Das haben wir schon mal gehabt heute. Ja, aber es ist, der ist halt ein Arsch. Er hat einfach Angst. Welchen Glauben habt ihr denn, bitteschön? Atheist. Also ich bin Atheist, ja. Die 13 hohen Götter haben entschieden, dass sie mich auf die Prüfung schicken, um Gott irgendwann mal abzulösen, weil der ist jetzt ja auch schon einige Jahre alt. Und deswegen macht er mir das Leben halt voll schwer, weil er halt nicht will, dass ich ihn irgendwann mal ablöse. Ganz klar, das kann man verstehen. Gott kam und hat zu mir gesagt, Cornel, wenn du jetzt mir versprichst, mich in Ruhe zu lassen, schenke ich dir Glück, 40 Jungfrauen und alles, was du willst. Aber ich habe ja auch meinen Stolz. Egal, so, jetzt können wir weitermachen, Bowser's Fest. Herzlich willkommen auf Bowser's Fest. Politischer Talk, eiskalt in der Mitte durchgeschnitten. Wir fahren hier schon wieder im Mario Schloss rum. mir wird das Wort untersagt, Leute. Sagt dem Lotsen mal, dass er mich auch mal, dass er böse ist zu mir. Gott ist böse mit dir. Also kannst du nicht reden. Sagt dem Lotsen auch mal, dass ich nicht mit mir reden lassen will, tun werde. Nein. Du bist auch mal mit dem Sozi strenger ins Gericht gehen, der ist gar nicht so nett, wie der immer tut. Jetzt ernsthaft mit Feuerschleuder und Bowser gejoint. Ihr müsst Sozi alle deabonnieren, damit er nicht 1000 Abos kriegt. Ja, macht es. Weil er Angela Merkel beleidigt hat, meine Freundin. Ach was. Nee, bei meiner Freundin hört der Spaß auf, ja? Bei meiner fängt der Spaß erst an. Das stimmt. Da hatte ich letztes Mal. Ja, da gebe ich dir recht. Das habe ich schon mehrmals erlebt, Jack. Deine Freundin macht echt Spaß. Ja. Boah, wie die Hüften schwingen lässt. Mein Gott. Wie die reitet, ist echt gut. Ich bin schon wieder letzter. Es ist irgendwie nicht mein Tag. Meiner auch. Ich krieg gar nichts vom Rennen mit, ich hab nur Gedanken. Ich besser nicht komplett aus. Also, ein bisschen schon, aber nicht komplett. Wir wollen den Käfig sehen, wir wollen den Käfig sehen. Ich glaube, er hat die ganze Zeit so eine Melodie im Kopf, so wie Tetris, halt nur mit dem. Habt ihr Tetris auch immer auf Toilette gespielt früher? Na, immerhin. Ich hab immer Physikzeitung gelesen auf Toilette. Ich kann das ja auch. Vor allem als Kindergartenkind. Es wurde jetzt als Dreijähriger gefragt, ob die Sun auf Toilette liegt. Die Mama, ich muss purpuren, ist die Sun auf Toilette? Sicherlich. Nein. Keine Ahnung, ist irgendein englischer Bild. Auf dem Weg! Ich hab den Playboy auf der Toilette liegen. Ja, das so als Kindergartenkind kann man damit sehr viel anfangen. Boah, ne? Habt ihr Silas Sain im Playboy gesehen? Ja. Meine Fresse, das ist die hotteste Türkin seitdem es. Seitdem es? Weiß ich ja. Boah, fast hätte ich denn. Ich hab deine Banane gesniped, Sozi. Boah, lecker. Nee, ich werd als Sechster runtergeblitzt. Wieso? Das ist ja auch Wer will was von mir, Alter? Niemand.
Ja, das ist das Problem, deshalb wirst du... Nein! Wie kann man denn da runterfallen? Ja, so, immer wenn man den anderen was Schlechtes wünscht, dann passiert es einem selber. Aha. Also bis jetzt bin ich sehr gut mit dem Gegenteil zurechtgekommen. Ja, jetzt nicht mehr. Ja, jetzt einmal. Das beweist natürlich, dass es so ist. Ja, richtig, weil Ausnahmen besteht gegen die Regel. Das hat so, also nee, so, wo war das nochmal letztes Mal, als du gesagt hast, dass. Ja, also das hat. Ey, ich habe jetzt meinen besten Platz in WWE erreicht. Und zweiter geworden. Das kann man da gar nicht vergleichen. Süß. Nein! 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 Siebter. Ja, ich habe meinen besten Platz, den 10. seit 5 Rennen, glaube ich. Mit dem besten Platz. Überhaupt bis jetzt. Ey, ich bin gleich bei 7000, ich bin in so einem Raum gleich bei 6000 Punkten. Ja, wenn du erster wirst, kriegst du zwar 300 plus, aber...